Guck mal, ob ich einen Affe treffe. Ja, Volltreffer. Naja. Warte, voll ans Ohr. Die Chromkorkenpistole. Die KKP. 1. Genau, die KKP 1. Die gibt es in verschiedenen Farben. Schwarz und Grau, glaube ich, was? Na, rot auch. Ja. So, ein Rot und Grau natürlich. Achso, kein Schwarz. Ja, Rico sitzt hier ja schön den ganzen Tag hier und trinkt die ganze Zeit Bier, damit wir jeder zum Schießen haben. So. Also normalerweise, da ist ja wohl klar, so sieht die aus und dann geht man hier ran und normalerweise so, aber da muss man doch vorher spannen. Direkt versagt, ja. Vorher spannen, hier ist so ein Spannhebel, den zieht man runter. Kein Spanner. Hier, entweder einhändig oder beidhändig. Und dann halt so geladen. Entsichert, ist ja klar. Und dann, nicht getroffen. Aber Müller hat gemacht hier, wunderbar. Boah, was war das denn? Nehmen, ja. Schon wieder. Sag mal. Ansonsten ist sie natürlich zu nahezu 100% präzise. Ist ja wohl klar. Hier können wir den Korn mal nach vorn. Ah, jetzt. Ja, du kannst es nicht einfach so unstecken, jedenfalls. Also wenn ich das so mache, dann treffe ich auf jeden Fall. Geht doch. Ah ja, doch, liegt an mir. Das liegt an mir. Baby. Klar liegt das an mir. Da, nee, das kann ja nicht sein. Das ist ein 1A Produkt. Mal, wenn ich das so mache. Gibt es sowas, Amazon? Zumindest gibt es das hier unter dem Video in der Beschreibung. Ist auf jeden Fall ein kleines, spaßiges Spielzeug für Männer. Gut. Gut, das war das Himmelfahrts Special. Ja. Yeah. Okay. Yeah. Gut, ihr braucht. Was ist das denn? Alter, zeig mal. Da gibt es aber richtig eklige Zeug, ne? Das wird aber ein extra Video. Genau, das kommt ja das nächste Mal. Bis demnächst.